Meditation, der Königsweg zur Entspannung. Meditation, der Königsweg zur Entspannung. Ruhe, Entspannung und Ausgeglichenheit sind für viele Menschen Luxus. Vielen fällt es schwer, dem täglichen Stress zu entkommen und abzuschalten. Meditation kann hier gezielt dazu beitragen, sich wieder entspannen und fokussieren zu können. Zudem kann Meditieren beim Behandeln und auch Vorbeugen von psychischen und körperlichen Krankheiten helfen, wie zum Beispiel Depressionen oder Migräne. Was ist Meditation? Das Wort Meditation stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Nachdenken, Nachsinnen. Meditation ist eine spirituelle Praxis, die in zahlreichen Religionen und Kulturen ausgeübt wird. Ziel ist es, den Geist zu beruhigen und sich zu sammeln. Dies wird durch verschiedene Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen erreicht. In östlichen Kulturen versteht man unter Meditation eine grundlegende und zentral bewusstseinserweiternde Übung. Dort beschreibt man die angestrebten Bewusstseinszustände auch als Stille, Leere, Einssein oder frei von Gedanken sein. Woher kommt Meditation? Herkunft der spirituellen Praxis ist der Mittlere und Ferne Osten. Zusammen mit der Religion des Hinduismus wurde auch die Meditation in Indien begründet und entwickelt. Die ursprünglich religiösen Lehren und Techniken der Meditation verbreiteten sich im Laufe der Zeit und sind heute in verschiedenen Abwandlungen, jedoch mit ähnlichen Aspekten, nahezu weltweit wiederzufinden. Die Entwicklung unterschiedlicher Arten der Meditation ist beispielsweise an den verschiedenen Auslegungsarten des Buddhismus zu sehen. Oder auch an der Weiterentwicklung der spirituellen Praxis in Japan unter der Bezeichnung Zen. In China hingegen ist die Meditationskunst unter dem Namen Kan bekannt. Übte man das Meditieren früher noch ausschließlich in Klöstern aus, ist die Meditation, wie sie heute in der westlichen Welt praktiziert wird, mittlerweile vom religiösen Hintergrund losgelöst und bei vielen Menschen beliebt. Aktive und passive Meditation. Grob lassen sich Meditationstechniken in zwei Varianten einteilen. Zum einen gibt es die körperlich passive, auch bezeichnet als kontemplative Meditation, die still im Sitzen ausgeübt wird. Zum anderen wird die körperlich aktive Meditation betrieben, die körperliche Bewegung, achtsames Handeln oder lautes Rezitieren beinhaltet. Zu den passiven Meditationstechniken gehören die stille Meditation oder auch Ruhemeditation genannt, die Achtsamkeits- bzw. Einsichtsmeditation, die Geistesruhemeditation, die Zen-Meditation. Aktive Meditationsformen sind hingegen die Gehmeditation, die dynamische Meditation, Bodhisattva-Meditation, die Kundalini-Meditation, die Vipassana-Meditation, die Mantra-Meditation. Weitere Arten der Meditation. Weitere Varianten von Meditation sind Yoga, Qi, Qigong, Tantra. Vielen Menschen fällt es leichter, sich auf die Meditation einzulassen, wenn diese angeleitet wird. Bei der sogenannten geführten Meditation wird man von einem Leiter mit Hilfe eines ausgewählten Textes begleitet.
Das kann zum Beispiel eine Traumreise oder eine Geschichte sein. Im täglichen Sprachgebrauch wird der Begriff Meditation jedoch häufig im Sinne der passiven Form verwendet, wie sie auch durch die bekannten Abbildungen des meditierenden Buddhas symbolisiert wird.